Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder einschaltet. Kleine Bemerkung am Rande. In den nächsten Folgen hatten wir leider keinen Sound. Woran es gelegen hat, keine Ahnung. Unsere Stimmen sind da, der Ingame-Sound leider nicht. Wir haben aber natürlich keine Mühen gescheut und das Spiel für euch neu eingesprochen. Wir hoffen, es gefällt euch und nun viel Spaß bei Call of Cthulhu. Was ist mit mir geschehen? Wo bin ich? What? Ja, da haben wir uns einfach sediert. Immer und immer visidiert. Rezidiert. Kannst du nicht einfach sagen, mit einer Spritze bearbeitet? Nein, ich wollte Fachwörter benutzen. Nein. Bin gnadenlos dran gescheitert. Ja, das habe ich auch gemerkt. Was ist das? Der leuchtet irgendwas. Sie ach so, verstehen ach, das kann ich untersuchen. Wenn ich rausgehe, das ist nicht. Gas. Nein. Nein. Sie verlassen ist jetzt das diese Zelle. Lachgas? Bitte, ich will ist nicht, dass Joker? Er mich findet. Sind wir im Arkham Asylum? Man weiß es nicht. Ich meine, Hugo Strange haben wir eben auch schon gesehen. Stimmt, das war eindeutig Hugo Strange. Ja, krass. Das heißt, der Polizist, der lebt noch. Oder sind wir nur verrückt? Und da auf der anderen Seite sehen wir schon das Labor auf den... Ich glaube, der auf der anderen Seite ist verrückter als wir. Ich meine, guck dir die Wände an. Ja, das ist Calendarman. Ja. Ähnlichkeiten sind zu erkennen. Hallo. Können Sie mich mal rauslassen? Ich bin nicht verrückt. Ganz normal. Ich wollte es nur gesagt haben. Hat der Joker es denn gehört? Ja, er ist auch da. Ja, dann können wir uns wohl wieder hinsetzen. Und schlafen. Was, wir können nur schlafen? Echt? Vielleicht sind wir auch mal wieder einfach zu scheiße geskillt. Wir brauchen Kraft. Wir können nichts mal. Ich gehe mal schlafen. Warten. Achso, ja. Dann warten wir mal. Gucken wir, was passiert. Bei SpongeBob. Und wir warten. Wir warten. Lass ich einfach nochmal hinlegen. Vielleicht kommt es in die nächste Ebene des Traums. Ich glaube, wir sind echt. Ich glaube, wir sind durch. Ja, das wusste ich schon länger. Oh, warte mal. Hier. Merkst du das? Alter. Ja, du bist besoffen. Alter, ich hab von der Medizin genascht. Mehrfach. Hat er gerade seinen Kopf bewegt? Ja, ich glaube, der guckt dich an. Sie haben mir nachgestellt und mich gejagt. Bis in ihre Träume haben sie mich verfolgt. Im Gefolge meiner einsamen Wanderungen kritzelten sie über ihre. Wunderschöne Rutschanimation, diese Aufstehanimation, ne? Oh Gott. Die alle irgendwas? Ja, ich glaube, der hat einen Anfall. So wie wir eben? Ja, scheinbar. Oh, guck mal, noch einer. Da wird man ja bekloppt bei, wenn man hier so rumhumpelt. Oh Gott! Kein Meer ist tief genug, um die Farbe Leviathan. Leviathan? Ja. Da fahren wir ja durch die Subtitles mehr als... Ist das ein Spoiler oder sowas? Hallo? Blöd gemacht. Wenn sich der letzte von ihnen erhebt, wirst du wählen. Ich werde nicht dabei sein, weil du mich freigelassen haben wirst. Aber deine Schreie werden über die Erde hallen, oder ihre. Erwache und befreie mich! Wachen Sie auf! Kommen Sie schon! Stehen Sie auf! Wir haben nicht viel Zeit. Können Sie aufstehen? Wer sind Sie? Ich stehe doch schon. Ein Freund von Ethan Bradley. Er hat mir erzählt, dass Sie hier eingewiesen wurden. Warten Sie.
Bradley ist noch am Leben? Das verstehe ich nicht. Sie haben mich so mit Drogen vollgepumpt, ich kann Traum und Wirklichkeit nicht mehr auseinanderhalten. Bitte glauben Sie mir, dass ich nichts mit diesen beschämenden Behandlungen zu tun habe. Hören Sie, ich habe keine Zeit, alles zu erklären. Ich sollte eigentlich gar nicht hier sein. Und das gilt Ethan zufolge auch für Sie. Sie müssen so schnell wie möglich von hier verschwinden und so unauffällig wie möglich. Hier ist Ihre Kleidung. Ich gehe schon mal vor. Wir treffen uns oben. Warten Sie. Wait a minute. Ich muss überlegen, was ich Sie noch frage. Ich wollte gerade eben erst noch sagen, ach schön, dass Sie uns in unserem Irrenhaus hier unsere Kleidung beibehalten haben und dann kam raus, das ist ein Traum. Scheiße. Waren das übrigens wir ohne Bart, die da gelegen haben und sich immer aufgesetzt haben? Bin mir nicht ganz sicher. Du meinst, sein Horror ist, ohne Bart zu erwarten? Scheiße. Ja, oh, das kann sein. Ich habe übrigens keine Ahnung mehr, was wir geskillt haben. Ich weiß auch nicht mehr. Wir haben Scheiße geskillt. Wir haben wie immer nur Scheiße geskillt. Wir wissen, wir gehen immer mehr jetzt auf, wie heißt es? Detective. Okay. Also können wir immer noch nicht mehr. Ich frage sie erstmal, wie sollen. Oder nehmen wir mal. Das Ermittlungsexperte. Nee, dann frage ich sie erstmal die normalen Gespräche, ne? Ich habe keine Ahnung. So groß ist das Risiko nicht. Ich weiß nicht einmal, mit wem ich es zu tun habe. Das ist gut. Warum sollte ich Ihnen vertrauen? Ich kenne noch nicht einmal Ihren Namen. Ich sehe hier bloß eine Frau im Arztkittel, was nicht sonderlich beruhigend ist. Ich bin Dr. Mary Coden. Ich arbeite in diesem Institut. Das heißt aber nicht, dass ich alles gutheiße, was Dr. Fuller tut. Er verbirgt eine Menge Dinge vor mir, besonders in diesem Teil des Gebäudes. Wir können hier nicht bleiben. In der Nähe der Treppe halten zwei Männer Wache. Es ist der einzige Weg nach oben. Ich werde versuchen, sie abzulenken und wenigstens einen von ihnen dazu zu bewegen, mir zu folgen. Sie müssen mir bloß folgen, sobald der Weg frei ist. Verstanden. Chris, nein, was? Oh, Yay! Go yourself! Yay. Oh, die ist doch vom grünen Dampf, ist sie doch benebelt gewesen. Nee, das waren wir. Du weißt auch nie in dem Spiel, wann. Tja, wir lernen nie dazu. Alles ist gut. Es gibt Schlimmeres. Es gibt Schlimmeres. Es gibt das Schlimmere. Da will ich jetzt rein, mich auf den Stuhl setzen, ein bisschen ausruhen. Setze mich auf diesen Stuhl, kann ich auch nicht malen. Mich auf diesen Stuhl setzen, ist er mit dem Stuhl drin? Nein, nur eine Matratze, eine alte, güffelige Matratze. Mal gucken, was hat das zu bedeuten? Oh. Kann man es rekonstruieren? Ja, stimmt, das gab es ja auch in diesem Spiel. Als hätte er seit 5 Stunden nichts anderes gemacht. Ja, also komm, der hat stundenlang durch sein Zimmerfenster da geguckt. Ja, und schon vergisst er alles, Decke. The paintings are cursed. Was hat er über das Gemälde geschrieben? Okay. Warum wiederholt sich das seltsame Symbol immer und immer wieder? Scheint der größte Fan von der Frau zu sein, wo wir den Fall für angenommen haben. Ich weiß gerade ihren Namen nicht mehr. Nee, weiß ich auch nicht mehr. Cambridge? Nee. Ich habe keine Ahnung. Oh, Medizinkunde! Sind wir richtig schlecht? Das ist keine Medizin. Toll. Sarah? Sarah. Verdammt, wie heißt sie noch? Mann, das war doch hier sonst was Männer. Haus war. Ich hab den Namen vergessen. Ich bin schlecht in Namen. Ich merk mir sowas nicht. Ich weiß, dass ich in einer Irrenanstalt. Ja. Nee, da nicht. War es nicht über Tab? Keine Ahnung. Ach, kann ich das. Ach doch, ich wollte schon sagen. Ja, Hawkins, natürlich. Okay. Hawkins. Ha, Hawkins, Mann, sind wir blöd. Gut. Das war alles. Ja, gut, dann. Wir sollen alles gemacht haben. Darfst dich nicht. Darf nur nicht raus. Vergessen, Junge? Ah, oh. Sarah Hawkins steht auf dieser Liste genehmigter Besucher. Ah, da haben wir sie. Jetzt hätte sie eine Knödelnase. Hast du sie eben gesehen?
Ja. Oh Mann, die Augenbraue, ey. Um die beneide ich niemanden. Knödelnase Hawkins. Ach ja. Mal wieder raus hier. In der Gummizelle. So. Ja, wir müssen aufpassen. Sie hat ja gesagt, hier sind... Wenn ich nicht von hier verschwinde, ende ich wie er. Hallo? Lass mich rein. Ich frage mich, ob ich da irgendwo rein kann. Wir hatten da nicht so viel Spaß. Viel Spaß hier dann? Hier, hinter mir. Armer Hund. Das ist doch viel Spaß. Lass mal rein. Also wenn das hier jetzt ein Horrorspiel wäre, also so ein Horror-Action-Spiel, dann... Oh Mann, aua. Das habe ich auch die ganze Zeit gedacht, dass da jemand irgendwie an die Scheibe springt. Die ja, ganze Zeit erwartet. Der hat Bock da drauf anscheinend. Dr. Colden. Ich möchte sagen, dass ich erstaunt bin, Sie zu sehen. Merkt kein Schwanz von Ihnen. Aber wir wissen alle, dass Ihre Neugier Ihr Untergang sein wird. Ich verstehe das nicht. Diese Menschen brauchen Pflege. Sie halten sie an diesem schrecklichen Ort fest, als ob... Gehen Sie wieder hoch. Dort warten Ihre Patienten darauf, von Ihnen behandelt zu werden. Und Sie, Gentlemen, enttäuschen mich von nun an nicht mehr. Niemand kommt hier rein oder raus. Jawohl, Doktor. Aber wenn der andere Typ nicht so verdammt laut wäre. Ich wollte gerade sagen, kann den mal jemand irgendwie eine Zwangsjacke anziehen oder so? Oh Mist. Die beiden muss ich irgendwie alleine aus dem Weg schaffen. Ich hab dir gesagt, dass du sie nicht runterkommen lassen sollst. Haben wir eine Fähigkeit? Ja, können wir irgendwas machen? Kann ich irgendwo. Wenn du das nochmal machst, melde ich dich. Ja. Sieht der mich, wenn ich darüber schleiche? Wahrscheinlich nicht, oder? Ja, kein Schleichspiel eigentlich. Kann ich da durch? Bisher zumindest. Du Scheiße. Die Maschine läuft wieder, ach, aber die Handräder wurden noch nicht wieder installiert. Ich wollte gerade eh zum Lagerraum gehen. Ich kann sie dir bringen. Oh Gott, das kann nein, ja noch schief gehen. Nein, Dr. Föhler will nicht, dass wir die Trümpentile anrühren. Alter, was ist denn mit dem los? Ich schau mal, ob noch Schlaftabletten da sind. Die sind oben schon wieder aus. Großer Gott! Welchem Zweck könnte diese Maschine dienen? Angst, dass hier gleich einer reinkommt. Oh, mal eben schnell noch ein paar Akten durchlesen. Laut dieser Akte litt der Patient an Psychosen. Er stach sich seine Augen in einem Tobsuchtsanfall aus. Ich kann auch nicht mehr lesen. Ich konnte noch nie lesen. Doch. Na? Ich glaube, das ist ein elektrischer Stuhl. Ich habe Angst, da jetzt hinzugehen, weil ich habe das Gefühl, die anderen kommen doch bestimmt gleich hierher. Ich kenne die Laufwege von denen noch nicht. Ah, hier kann man auch hoch. Oh Gott. Au, ach du Scheiße. Das sind die Archives. Was denn? Hey. Da will ich rein. What? Ist es jetzt gesund? Ist es ungesund? Soll ich wieder raus? Kannst du wieder raus. Passiert was mit mir? Aber du kriegst gleich einen Nervenzusammenbruch, aber egal. Werden wir verrückt im Schrank? Ja. Haben wir panische Angst vor Schränken? An der Leiche ist noch alles dran. Wem gehören diese Gliedmaßen? Ja, das denkt er sich auch. Gibt es eine Verbindung zwischen dieser Leiche und der Maschine? Was haben wir denn gerade im Schrank da eben gehabt? Wahrscheinlich einen totalen Anfall. Vielleicht kannst du dich nicht unendlich lange verstecken. Diese Maschine scheint ein wahrer Stromfresser zu sein. Das kann natürlich sein. Das wird ja immer schlimmer. Immer schlimmer hier. Ah. Die Flüssigkeit verbindet es mit dem elektrischen Strom. Welche Eigenschaften hat sie? Das ist die Frage. Können wir es darauf legen? Das ist Wahnsinn. Wollen Sie die Eigenschaften dieses Fleisches ernsthaft mit Hilfe von Elektrizität übertragen? Das ist Patrick. Okay, das heißt, hier machen die irgendwelche Experimente an den Menschen und wollen aus denen Monster machen? Man weiß es nicht.
Sieht auf jeden Fall gruselig aus. Was passiert, wenn ich es bis zum Äußersten aufdrehe? Soll ich das mal machen? Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Ist so eine Ablenkung? Ich kann die Leistung noch erhöhen. Und? Habe ich irgendetwas aktiviert? Es ist ein Strommessgerät. So etwas hätte ich auf diesem kleinen Felsen nicht erwartet. Da. Ich kann die Leistung noch erhöhen. Das glaube ich noch einen drauf. Achso, nee, ich glaube, ich kann nichts machen. Weil der immer noch nicht genug Saft hat. Hier bis jetzt ist nur ein einziger hier voll aufgedreht. Und das ist wahrscheinlich der hier, der hier hinten lang geht. Und die anderen beiden fehlen noch. Grün ist der. Wo geht denn grün lang? Oh Gott, wo geht denn. Oh nee, der geht auf den Flur. Och nö. Ich glaube, ich muss 4 Schalter umlegen. Ich werde doch gnadenlos erwischt. Aber vorhin noch irgendwo so ein Tutorial von wegen und nach vorne lehnen. Ich habe nicht aufgepasst. Hä? Du kennst auch unseren. Hup, hup, hup. So, ja. Wahrscheinlich meinen die das mit dem um die Ecke gucken. Das kann sein. Was wir beim letzten Mal auch hatten. Das Problem ist, um die Ecke gucken hilft mir nicht weiter. Oh Scheiße, nein. Kabel geht ja oben drüber. Da sind keine. Oh. Hat er mich entdeckt? Er hat mich nicht entdeckt, er hat mich nur wahrgenommen. Hey. Wie war das nochmal mit dem um die Ecke gucken? Wie gesagt, ich habe nie aufgepasst. Er brat unser ganzes restliches Öl. Gerade jetzt in der Situation ist es immer gut, mit einer Laterne rumzulaufen. Ich habe auch nicht aufgepasst. Oder anders, ich habe schon wieder vergessen. Administrator, da kann ich nie rein, scheiße. Das? Ah, nice. Medizinbuch. Cool. Immer eine gute Idee, das dabei zu haben. Nimm's mit. Aber hier ist noch irgendwas. Ah. Ein Handrad, das man an einem Rohrleitungssystem anbringen kann. Okay. Mich echt wie Batman. Gab's hier eigentlich Autospeicher? Ich glaube schon. Aber irgendwas war da noch. Nee, wird abgeschlossen gesagt. Ja. Ach so. Da ist ein Haken und der Haken heißt. Also Feinima. Also Hadu. Ah, da geht es lang. Dann. Sie ist verschlossen. Scheiße. Schön. Dein Schrank. Er wird mich finden. Er kann mich sehen. Bitte. Jetzt beruhigen wir uns mal wieder. Schmerzen sind nichts weiter als Informationen, werter Francis. Unbezahlbare Informationen für meine Forschung. Töten Sie mich! Töten Sie mich! Was? Wenn Sie mich nicht töten, tut er es! Mein armer Freund, ich fürchte, Ihr Verstand ist unrettbar verloren. Okay. So ein kranker Typ, den hat doch keiner lieb. Keine Freunde, keine Leute. Das grüne Gas kommt von hier. Es zieht sich durch das gesamte Gebäude. Wir sind seine Beute. Ja, schön. Schlösser knacken. Scheiße. Ermittlungen. Haben wir Ermittlungen nicht auch gelevelt, oder? Ich glaube, wir haben. Ich glaube, Ermittlungen ist das, was wir momentan leveln. Gucken wir mal rein. Ja. Ermittlungen ist das, was wir leveln. Da sind wir auf 4. Könnte sein. Es fehlt ein einziger Punkt, um auf ein Level abzukommen. Die Frage ist halt, ob 4 vielleicht schon reicht. Was ist das? Dr. Fuller. Habe Ihre Maschine bestmöglich repariert. Die Rohrleitungen sind allerdings beschädigt. Und ich fürchte, das Gas austritt. Ich wollte gerade sagen, das Gerät austritt. In einer so kurzen Zeit kann ich nicht mehr schaffen. Ich möchte Sie nur warnen. Wird die Ausrüstung zu stark beansprucht, besteht die Gefahr einer Explosion.
Was zu tun? Ich wollte das Mikro ein bisschen mehr, okay, mehr vor deine Nase wieder machen. Damit die mal wieder das Übliche. Ah ja. Okay. Das heißt, das ist das grüne Gas, was über hier raustritt, oder was? Ja. Dieses Ventil steuert den Druck. Under pressure. Ja? Eine Leitung. Ach nee. Toll. Diese Kette kann ich ohne Werkzeug nicht zerstören. Ach, komm ich. Mit deinen Beer Hands, mit deinen Bärenhänden. Deinen Bärenhänden, wenn wir uns wenigstens... Glaubst du, das ist eine gute Idee, oder? Jetzt ist alles hier unter ganz viel Druck. Wahrscheinlich kannst du hier wieder tausend Wege gehen, um eine Ablenkung zu machen. Auf zum nächsten Schritt. Ah, guck an. Nice. Zack. Lauf. Run. Du, 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 du. Ne, und jetzt? Ja, hier ist ja schon wieder der Druck weg. Der Druck ist noch volle Luzi. Du musst es in bestimmte Reihenfolge haben. Volle Luzi, volle Luzi. Ne, doch volle Luzi. Der war nicht. Ach, scheiße, da fehlt noch ein Hebel, da fehlt noch eine Kurbel. Alter Leute. Ist ja schon fast wie so ein Wimmelbild. Ich wollte gerade sagen, hat er schon nichts mehr... Mitteilung an das Personal. Der Vorfall der letzten Woche verursachte erhebliche Schäden an der Infrastruktur und führte zu einem Stopp der laufenden Experimente. Das ist inakzeptabel. Mit sofortiger Wirkung müssen die Räder zur Regelung der Gashähne nach jeder Benutzung im gesamten Haus versteckt werden, im Lagerraum aufbewahrt werden. Außerdem müssen sie die Verwendungsliste auf dem aktuellen Stand halten. Dr. Füller. Ist er von Lamy? Ja. Und von Pelikan. Doktor. Willst du es probieren? Ja. Komm, wir sind Stufe 4. Oh Gott! Wir haben was erreicht! Wir waren nicht ganz scheiße. Geil! Wir haben mal was erreicht in diesem Spiel, ist das schön. Und gleich werden wir geschnappt. Oh! Oh! Klack! Erledigt. Weiter mit den anderen Hebeln. Das möchte ich auch nicht machen. Stell dir mal vor, du musst in diesem scheiß Labor irgendwas entwickeln. Ja, es ist mega... Schick mal Steve in, zu Leitung 5 hinten in Raum 33 auf Stock 4. Ja, nice. Währenddessen müssen wir auf allen anderen. Wie kommunizieren die? Ja, Telefon haben die nicht. Die haben Walkie-Talkies. Das hatten die da schon. Ja, okay. Wir sind auf jeden Fall geistig voll umnachtet. Ernsthaft? Yes. Das schaffen wir aber, oder? Ach du Kacke. Ansonsten verrecken wir halt. Ja, dann sterben wir halt. Dann das wäre das erste Mal, dass wir in diesem Spiel auch nur ansatzweise wirklich sterben, oder? Noch eine tote Ratte im Schacht halt. Oh, wir haben es geschafft. Oder? Ja. Oh. Schön, schön. Mit diesem Hebel sollte sich die Gasmaschine einschalten lassen. Ja, ich es ist nichts passiert. Natürlich happens nothing. Ah, oh nice. Yes. Jetzt haben wir eine Maschinenpistole. Zack, das heißt, wir können auch jetzt... Ist er ein guter Protagonist seines Wimmelbildspiels? Hält er seine Items? Nein, der hat es weggeschmissen. Natürlich hat er es weggeschmissen. Das ist eine Einwegzange gewesen. Ja, klar, Einwegzange. Ja, der Weg von hier nach da. Scheiße, ja gut, jetzt brauchen wir noch ein Zahnrad. Ein Zahnrad, sag ich schon, ein Ventilrad. Es soll im Lager sein. In welchem Lager? Da vorne war es nicht. Keine Ahnung, wir haben eins davon gefunden. War's denn? Sagen wir, gehen erstmal nach rechts lang. Das ist, glaube ich, der sinnvollste Weg. Und hier, Schrank. Storage Room, das klingt. Oh, komm. Bin gerade so gut. Haben gerade einen Lauf. Du brauchst Level 5 für. Didim. Perfekt. Können was machen. Ich bin so. Was hätten wir gemacht, hätten wir das jetzt mal wieder nicht gelevelt? Dann hätten wir hier wieder gesessen und uns einen Arsch gebissen. Weil wir mal wieder, keine Ahnung, richtig gut in Rumdödeln sind. Na genau, ich frage mich halt, wie sehr sich das Spiel verändert, wenn du... Oh, fuck! Wo rennt er lang?
Die Frage, wie verändert sich das Spiel, wenn man den da jetzt eine mit der Rohrzange auf den Kopf haut? Das wäre zu einfach. Oh, wie gern wäre ich jetzt Batman, dann würde ich da oben sitzen. Ich wollte gerade sagen, da hättest du ja gar keine Probleme mehr. Weg? Ja. Oh, scheiße, meine Nase kribbelt. Ich muss niesen. Oh, Meister des Mikro-Speed-Ausdrehens. Gesundheit. Danke sehr. Zwei Mikros so schnell ausgedreht, da konntest du gar nicht gucken und währenddessen genießt. Ich hab übrigens noch nicht. Entschuldigung. Ich hab übrigens das Ding, was er hier gerade hardcore sucht mit seinem. Ja. Sag einfach, du hast Sinn es gefunden. Und nicht gefunden. Achso, schade. Oh Gott, da kommt schon wieder Pimmelbacke Oscar. Bist du sicher, dass er Oscar heißt? Oder ist das Steve? Es könnte auch Larry sein. Larry! Stimmt, Larry sollte auf Ebene 1 gehen und auf Ebene 1 mal eben. Was macht der denn eigentlich immer wieder in dem Regal? Guck doch nach. Der hat wahrscheinlich irgendein. Ich kann mich nicht lehnen. Ah. Warte mal, ich will mal gucken. Einstellung. Steuerung. Kann mich nicht lehnen. Auflehnen. Tastatur. Rennen, ducken, links, rechts, links. Licht. Nächstes Licht. Ist das Licht? Vorheriges Licht. Schießen? Schießen? Oh mein Gott. Vorwärts lehnen. Rechte Maustaste. Hä? Logisch. Hab ich auch schon 10.000 Mal gedrückt. Aber nicht. Achso, ach, ich muss das gedrückt halten. Stimmt. So war das. Das ist the sound of the police. Entschuldigung. Sound of the beast. Ist ganz schön schnell, der Typ. Ja, der versteckt hier irgendwelche Por. Ah. Oh, ey, irgendwelche. Wir können Porn gleich wieder zurück. Eigentlich schon. Eigentlich müssen wir hier nichts mehr machen. Tschüss. Das übertreib's nicht. Ja, gleich werden wir gesehen. Das wäre nicht das erste Mal, dass mir das passiert in einem Spiel. Dann wir so einen perfekten Run gehabt mit irgendwas und denkst dann so, yes, und dann. Dann kommt Batman. Ja, weil ich auch einen von den Goons spiele und nicht Batman selbst. So, machen wir mal hier die Tür zu, damit wir ein bisschen Ruhe haben. Haben wir ja keine Gnome, die uns helfen. Nein, wir müssen ja hier alles selbst machen. Zack, 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 schön. Zack, gib ihm Stoff. Haben wir überall noch Saft? Noch Pepster? Alles klar. Gehen wir. Volle Luzi! Jetzt oh, musst ich du. Ich muss mich verstecken, bevor mich die Wachen. Rechts sieht. Rum. Rechts rum. Wer hat das getan? Ist hier jemand? Was zum Teufel? Fuller wird glauben, wir hätten das getan. Fuller wird glauben, wir hätten das getan. Ja, scheiße. Boah. Raus. Boah. Der Füller wird denken, wir haben das getan. Gut, hier ist Saft drauf, hier ist Saft drauf. Kann ich hier raus? Oh, hier ist eine Tür. Sie ist verschlossen. Locked. Ja, und jetzt? Haben wir es damit erreicht? Eine Ablenkung geschaffen. Hier schleicht jemand herum. Scheiße.